So, Freunde, euer Simon hier, es ist Montag, es ist selbstverständlich Gym Time. Wir sind hier vorm Gym, ich sitze hier noch im Auto und wir trainieren gleich euer Workout ab. Ich sage ganz, ganz speziell, es ist euer Workout, das ist ein spezielles Workout für Anfänger, nicht nur für Anfänger, es kann auch super von Fortgeschrittenen trainiert werden, es ist ein Ganzkörperplan, aber besonders für Anfänger, die jetzt so im Januar starten mit dem Training. Und warum mache ich diesen Plan? Ich trainiere ihn auch gleich ab, ich habe selbst total Spaß an solchen Plänen, deswegen gleich Kamera drauf und wirklich schöne motivierende Bilder, wo ihr euch die Ausführung und euch alles angucken könnt. Aber warum ist der besonders, ein paar Vorworte, warum ist der Plan besonders für Anfänger so gut? Weil Anfänger, die ins Gym gehen, meistens mit viel zu viel starten. Anfänger fangen dann an mit irgendwelchen Profi-Plänen, sage ich mal, irgendwelche Dreier-, Vierer-Splits, gehen dann ins Gym, versuchen dann 4, 5, 6 Mal die Woche zu trainieren, haben am Anfang eine totale Motivation und hören dann sehr, sehr schnell auf, weil das Pensum einfach für den Anfang viel zu groß ist. Ihr braucht am Anfang nicht so viel Volumen, ihr braucht am Anfang nicht so viel Training, weil ihr haltet es am Anfang nicht durch. Diesen Plan bitte, und das sage ich jetzt direkt, 2 bis maximal 3 Mal die Woche durchziehen. Versucht euch da mit dem Gewicht zu steigern und bleibt erstmal bei diesem Plan. Dieser Körper, dieser Plan, mit dem Plan trainiert ihr wirklich den ganzen Körper mit Verbundübungen, mit schönen Kombinationen. Deswegen ist der Plan absolut genial, besonders für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Ganz kurze Werbung oder Danke an dieser Stelle. Der Booster ist draußen, ist jetzt draußen, vielleicht habt ihr es im Samstagsvideo gesehen. Vielen Dank für diesen Zuspruch, für die ganzen Meinungen, für die ganzen Rezensionen auch, die ihr mir gegeben habt. Unglaublich, vielen Dank, einfach sehr, sehr, sehr cool, also wirklich absolut bin ich eurer Meinung, das ist der beste Booster, den es überhaupt gibt. So, das, kleine Werbung, kleines Dankeschön an der Stelle. So, ich will nicht zu viel labern, wir machen gleich mit den Bildern das Ganze nochmal so ein bisschen deutlicher. Fangen wir direkt an mit dem Plan. Aufwärmen. Jeder muss sich aufwärmen, nicht nur sollte, jeder muss sich aufwärmen vor einem schönen intensiven Workout, um einfach die Körpertemperatur ein bisschen nach oben zu bringen, um einfach ein bisschen, ihr wisst, die Leitgeschwindigkeit von eurem Kontrollzentrum bis zu der Muskulatur, um diese Leitgeschwindigkeit zu verbessern, um den Körper einfach auf Temperatur zu bringen, wie ein Auto. Deswegen 5 bis 8 Minuten einfach ein bisschen warm machen, egal wo. Hauptsache, ihr macht euch ein bisschen warm auf dem Crosser, auf dem Fahrrad, egal wo. Und dann starten wir. Erste Übung. Ich würde direkt auch Anfängern ruhig das Bankdrücken raten als erste Übung, damit ihr recht schnell die richtige Technik lernt. Guckt euch da vielleicht auch die Technikvideos von mir nochmal an. Bankdrücken, erste Übung, 4 schöne, saubere Arbeitssätze. Macht auch da den Muskel erstmal ein bisschen warm und dann machen wir 4 schöne, intensive Arbeitssätze, circa mit 10 Wiederholungen. Nehmt euch ein Gewicht, dass ihr circa 10 Wiederholungen schafft und danach, deswegen nenne ich es auch Übung 1.2, nehmt das Gewicht mal runter und macht da 1 bis 2 Sätze sozusagen noch mit engem Bankdrücken, mit wenig Gewicht, um einfach den Trizeps noch mal ein bisschen als eine Übung für den Trizeps zu haben und auch die Brust noch mal so ein bisschen fertig zu machen. Damit habt ihr die ganze Brust mit drin, damit habt ihr den Trizeps mit drin und einen großen Teil der vorderen Schulter. Zweite Übung ist dann für die Schultern. Wir haben die vordere Schulter wirklich sehr, sehr schön mit drin, schon im Bankdrücken. Deswegen machen wir hier als zweite Übung Seitheben im Sitzen. Das heißt, nehmt euch da ein Gewicht, mit dem ihr ungefähr 10 bis 12 Wiederholungen schafft. Wir machen schönes Seitheben, aber eben im Supersatz. Das heißt, wir machen Seitheben 10 bis 12, so viele ihr könnt mit dem Gewicht und dann hören wir nicht auf, sondern nehmt ihr die Hantel nach oben und drückt nochmal. Dann haben wir noch Schulterdrücken mit drin, dann haben wir bei der Übung zwar den Fokus auf der seitlichen Schulter, aber wir haben die vordere Schulter auch noch mit drin und haben die gesamte Schulter mit trainiert. Wenn wir dann noch das Bankdrücken von davor nehmen in der Reihenfolge, haben wir wirklich komplett die Brust, den Trizeps und die Schultern, alles jetzt praktisch komplett fertig und der Teil ist dann praktisch schon mal trainiert. So, dritte Übung, jetzt geht es an den Rücken. Rücken und hintere Schultern und Bizeps. Deswegen, das sind Übungen, die wirklich sehr, sehr übergreifend sind. Dann braucht ihr einfach nicht so viele Übungen, die machen unglaublich Spaß. Langhantelrudern, vorgebeugt, ganz wichtig, Rücken gerade. Und wir fangen erstmal breit an. Das heißt, nehmt die Langhantel etwas breiter, nehmt die Ellbogen ein bisschen auseinander. Wir ziehen stark in die hintere Schulter, auch in den Trapez. Und das Ganze machen wir als Supersatz. Das heißt, wenn ihr da nicht mehr könnt, nehmen wir die ganze Stange etwas enger und ziehen richtig, richtig schön tief in den Trapez. Dann kommen die Arme ein bisschen enger an den Körper und dann haben wir praktisch den Latissimus mit drin, den Trapez, die hintere Schulter und davon machen wir auch 4 Sätze und dann sozusagen
als Übung ja 3.2. Nehmt da auch das Gewicht runter. Da reicht bei fast allen von euch die Stange und macht da eben noch 1 bis 2 Sätze, wirklich bis zum Muskelversagen. Bizeps, ganz normale Langhantel-Curls. Ihr spart einfach Zeit, ihr seid an der Stange. Der Bizeps ist vorerschöpft von den Langhantelrudern. Und da macht ihr noch 1 bis 2, maximal 2 Sätze nochmal für den Bizeps. So viele ihr könnt, einfach nochmal mit der Stange oder einfach ein bisschen Gewicht noch drauf packen. Meistens braucht ihr nicht viel. Und dann machen wir noch schöne Langhantel-Curls sozusagen als Übung 3.2, weil ihr direkt da bleibt und die praktisch kombinieren könnt. So, und die vierte und tatsächlich schon die letzte Übung, es sind ein paar mehr Übungen, aber wie gesagt, die Unterübungen. Als letzte Übung machen wir eine Beinpresse und fangen aber mit den Waden an. Das heißt, nehmt euch eine Beinpresse, nehmt den Sitz nach oben und macht erst die Wade sozusagen, trainiert erst die Wade, macht schön das Sprunggelenk mobil. Warum? Ich habe dir auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Wenn ihr erst die Wade macht und dann direkt die Beinpresse macht, danach direkt den Sitz runter und eine schöne, schwere Beinpresse macht, ihr kommt tiefer runter, ihr kommt mit der Beinpresse tiefer runter, ihr trefft damit auch besser das Bein und ihr trefft vor allem, je tiefer ihr geht, desto besser trefft ihr auch den Beinbizeps und den Po. Und das ist eben, dann reicht auch tatsächlich für den Anfang diese Übung aus. Das heißt, Supersatz, wir machen davon 4 Sätze, immer erst die Wade, dann den Sitz runter, dann direkt die Beinpresse. Und somit braucht ihr erstmal, wenn ihr Anfänger seid, nicht unbedingt viel, viel mehr für die Beine zu machen. Wenn ihr ein bisschen fortgeschrittener seid, solltet ihr euch ein bisschen um den Beinbizeps kümmern. Das heißt, dann könnt ihr ein bisschen rumänisches Kreuzheben machen oder die 45 Grad, den Rückenstrecker, da ein bisschen Beinbizepslastiger. Aber ansonsten reicht das erstmal wirklich für die Beine aus. Wenn ihr euch da steigert mit dem Gewicht, wenn ihr tief runtergeht, wenn ihr die Wade mit reinnehmt, reicht das wirklich am Anfang erstmal aus. Und dann seid ihr mit diesen Übungen erstmal als Anfänger komplett fertig. Das reicht. Versucht euch da zu steigern. Versucht da immer besser zu werden. Versucht das Ganze 2 bis 3 Mal die Woche zu machen. Und ich verspreche euch, ihr bleibt so am Ball und überfordert euren Körper am Anfang nicht. Perfektes Training für alle Anfänger, für alle, die wieder einsteigen oder für alle, ja, ich sag mal auch Profis, die einfach mal ein bisschen zeitsparender trainieren wollen oder einfach mal ein kleines Workout für den ganzen Körper einschieben wollen. Wie gesagt, ich trainiere es jetzt nach. Das heißt, jetzt gibt es ein paar motivierende Bilder. Wir schneiden das ein bisschen zusammen. Schaut euch da ein bisschen die Ausführung an. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Abonniert den Kanal für weitere Videos, aktiviert die Glocke. Und bis dahin, euer Simon. Let me know that you about this. Put your money where your mouth is. Every single second counts enough to turn a little molehill into a mountain. Ain't no way to get around it. Ain't no time to be complacent. 'Cause life is 100 proof with no ice, so you better start chasing. 'Cause we all need a fix, so we're up in the mix like we're all in a blender. No, I will not miss, no, I will not switch, 'cause I will not surrender. Only got one agenda, only know one way. So you know it's dead real every time I open my mouth up and you hear me say, whatever it takes, that's what I'm used to. Got no breaks, got no excuses. So many snakes, looking like Medusa. 'Cause second place, that's the first loser. That's the first loser. That's the first loser. 'Cause second place, that's the first loser. Whatever it takes, that's what I'm used to. Got no breaks, got no excuses. Snakes, looking like Medusa.
loser. Cause second place, that's the first loser. That's the first loser. That's the first loser. Cause second place, that's the first loser. Whatever it takes, that's what I'm used to.